Guten Morgen und herzlich willkommen zur ersten Begrüßung der TU Braunschweig. Hier im Senatssitzungssaal haben wir uns natürlich auch ein paar Gäste eingeladen, unter anderem Frau Ittel und Herrn Baumann. Hallo. Hallo Frau Ittel, hallo Herr Baumann. Wir freuen uns natürlich, dass Sie die Zeit gefunden haben, heute hier zu sein. So als der Zeitplan einer Präsidentin der TU Braunschweig wird jetzt nicht gerade leer sein. Und Sie als Vizepräsident für Studium und Lehre, wir dürften momentan auch sehr viel zu tun haben. Deswegen freuen wir uns sehr, dass Sie hier sind. Jetzt haben wir uns hier ja natürlich zu einem gemütlichen Frühstück zusammengefunden. Deswegen von mir die Frage, Frau Ittel, trinken Sie lieber Kaffee oder Tee? Kaffee. Sehr gerne. Und Sie, Herr Baumann? Ja, auch Kaffee bitte. Ja, dann dachten wir so zum Aufwärmen, so eine kleine Fragerunde. Sind Sie mit dem Rad hergekommen oder zu Fuß? Zu Fuß, mit dem Fahrrad. Dankeschön. Wenn wir schon beim Thema Frühstücken sind, Herr Baumann, frühstücken Sie lieber süß oder herzhaft? Früchtemüsli wird wahrscheinlich als süß klassifiziert. Glaube ich auch. Und Sie, Frau Ettel? Obst. Ah, wunderbar. Und dann so eine Abschlussfrage. Wir treffen uns ja hier jetzt relativ früh vielleicht für einen Studenten. Sind Sie Nachteule oder Morgenmensch? Beides. Im Grunde beides nicht. Da ergänzen Sie sich ja gut. Wunderbar, dann würden wir Sie bitten, schon Platz zu nehmen. Dankeschön. Und dann begrüßen wir unsere nächsten Gäste, Herrn Kienle und Frau Brinkmann. Hallo, was darf ich dir einschenken, Luca? Tee bitte. Und für Sie, Frau Brinkmann? Einen Kaffee bitte. Darüber hinaus trinken wir Kaffee nicht vor Arzt. So. Ich trinke den sowieso nicht. Ist es leer? Wir haben hier auch noch. Wunderbar. So, dann können Sie auch gleich schon Platz nehmen. Wir bringen Ihnen das gleich. Ich auch nicht. Und, ja. Den anderen trinke ich schon schwarz. Als kleinen Einstieg in unsere heutige erste Begrüßung möchten wir euch ein paar Interviews mit TU-Studierenden zeigen, die über ihre ersten Tage hier an der Technischen Universität Braunschweig berichten. Viel Spaß! Also es ist natürlich erstmal alles neu. Man kommt irgendwie, ich kam damals direkt aus dem Abi quasi, das war alles riesig und überwältigend. Aber war an sich auch einfach super geil, weil man extrem schnell extrem viele neue Leute kennengelernt hat, die natürlich auch alle irgendwo einen Anschluss gesucht haben und irgendwelche Leute kennenlernen wollten. Ich hatte über eine Facebook-Gruppe schon eine kennengelernt, wo ich gefragt hatte, ob denn irgendwer im Orchester spielt. Das fand ich ganz spannend. Ja, als ausländische Studentin war es ziemlich nicht einfach, finde ich. Aber hier hatte ich so ein Erstsemester-Begrüßung. Das war ziemlich nice, finde ich. Als ich hergekommen bin, hatte ich zunächst den Mathe-Vorkurs gehabt und da hatte ich schon die ersten Kontakte knüpfen können. Ich wurde so ein bisschen mit der Ersti-Woche ins Unileben hineingeworfen. Da habe ich auch eigentlich die meisten Leute kennengelernt, die ich bis jetzt noch so kenne und mit denen ich noch Kontakt hatte. Das war eigentlich ganz nice, dass wir eine Oberhöhe hatten, wo wir uns dann alles Erste kennenlernen konnten. In der TU-Bibliothek ist ganz oben, hätte ich gern sitzen. Es gibt so ein Zimmer, wo man halt laut reden kann und ja, diskutieren, nicht so ruhig sein muss. Ich habe hier einen Kumpel gehabt, der schon länger studiert und der ist dann mit mir in die Bibliothek gegangen. Und da habe ich gemerkt, dass ich mich da ein bisschen konzentrieren kann. Ja, und dann habe ich das gemacht. Also wir haben sehr viel auch in meiner Bib zusammen gelernt. Beziehungsweise nebeneinander mehr oder weniger gelernt, aber wenn man dann irgendwelche Fragen hatte, konnte man sich das auch immer super wie gegenseitig aushelfen. Definitiv die Mensa, also hoffentlich wird sie demnächst auch wieder so weit offen haben, wie wir es damals zu uns zu Beginn gelebt haben. Also ich sag mal so, Liebe geht durch den Magen, das ist auch bezüglich meiner Freunde dann auch so passiert. Ansonsten gehen wir ab und zu mal in die Kneipe hier um die Ecke zu McMurphy. Also ich bin normalerweise am Nordcampus, aber wenn ich so in den Lernzeiten hier bin in der Bib, dann gerne Forumsplatz und Mittagessen in der Mensa oder auch einen Kaffee im Hermanns. Also was man auf jeden Fall immer noch machen sollte, ist die ganzen Partys mitzunehmen. Ich bin jetzt nicht so die Person, die auf Partys Leute kennenlernt, aber andere bestimmt. Ja, alles mitnehmen, was geht. Also einfach überall hingehen, auch wenn man irgendwie erstmal denkt, oh, ist vielleicht nicht so meins. Also einfach auch verschiedene Kontaktgruppen einfach durcheinander mischen, also nicht nur immer bei seinen zwei Leuten vom Anfang irgendwie bleiben. Ein paar neue Leute kennenlernen, das ist dann halt eher ganz nice, wenn man mehr Leute kennt während des Studiums, um ja, Sachen miteinander zu unternehmen.
setzt euch einfach mal aufs Fahrrad und fahrt so ein bisschen um Braunschweig herum, durch die Felder, durch die Wiesen und vor allem durch die Wälder. Das ist hier sehr, sehr schön. Ja, so seid nicht schüchtern, Hilfe zu fragen. Ja, sich zurücklehnen und das Ganze genießen, weil die Studienzeit ist echt, glaube ich, eine der coolsten Zeiten, die es so im Leben gibt. Als kleiner Hinweis, in unserem Chat könnt ihr Fragen stellen. Den Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Frau Ettel, Sie sind seit dem 1. Juli Präsidentin der TU Braunschweig, sodass das Wintersemester ja wie bei den StudienanfängerInnen ihr erstes Semester hier an der TU Braunschweig ist. Wie war für Sie der Start hier an der TU Braunschweig? Ja, erstmal möchte ich aber ganz herzlich alle begrüßen, weil darum geht es ja eigentlich, dass Sie, liebe Studierenden, heute begrüßt werden können. Mein Studienstart, hatten Sie gefragt, das ist natürlich schon... Genau, also hier an der TU hier und gerne auch dachte, ich im musste Vergleich. Jetzt 30 Jahre zurückdenken. Da wollte ich auch noch fragen. Kramte gerade in meinen Erinnerungen. Mein Start an der TU Braunschweig war ganz, ganz, ganz fantastisch. Ich bin ja auch noch nicht so lange hier. Seit dem 1.7. Bin ich hier. Und was ganz hervorragend geklappt hat, ist einfach, dass ich sehr, sehr schnell auch die Universität kennenlernen konnte. Ich wurde ganz, ganz furchtbar rührend fast betreut und freue mich unheimlich, hier zu sein. Und ich hoffe, es geht Ihnen ähnlich. Ja, jetzt hatten Sie das ja auch schon gesagt mit dem Studienstart und da wollten wir eigentlich auch nochmal fragen, wie war denn vergleichsweise Ihr Studienstart damals? Ja, ich habe ja mein gesamtes Studium in den USA verbracht und da war das natürlich alles etwas anders organisiert, aber dort wurde man schon vor vielen Jahren sehr eng betreut. Ich hatte sogar vorher Briefe bekommen, welche Kleidung ich mitbringen sollte. Ich habe in Miami studiert und da regnet es ja manchmal und dann stand da drin, dass ich doch auch Regenkleidung mitbringen sollte. Das ist hier etwas anders, aber da war das natürlich für mich nochmal sehr, sehr aufregend, mit Papageien und unter Palmen zu studieren. Sehr anders, aber auch ganz hervorragend, einfach weil die Betreuung, die Sie hier jetzt auch bekommen, hat mir damals auch sehr, sehr geholfen und besonders, ich hoffe, Sie haben eben ganz toll zugehört, die vielen Tipps der Studierenden, besser könnte man das nicht sagen. Herr Baumann, was unterscheidet denn Ihr erstes Semester vom jetzigen ersten Semester? Nun, mein erstes Semester war ein ganz normales erstes Semester, das war Wintersemester 84-85. Ich habe mich relativ spät für den eigentlichen Standort, die RWTH Aachen, damals eben entschieden, bin ganz spät in die Stadt gekommen, musste schnell eine Wohnung suchen, musste mich schnell orientieren, bekam dann eine Orientierungswoche, das war ein Orientierungstag an der Stelle. Und das war einfach schön, ein ganz normaler Einstieg in das Studium. Am Dienstag ging es dann los im Hörsaal. So, was ist anders? Die Orientierungseinheiten, das haben wir schon gesehen, das ist gleich. Aber dann sind natürlich viele Dinge, die jetzt einfach durch die Pandemie bedingt sind, sehr anders. Und das bedeutet, wir hatten damals natürlich kein Abstandsgebot, wir hatten keine Maskenpflicht. Wir mussten uns nicht einchecken mit einem QR-Code in Lehrveranstaltungen. Also von daher sind natürlich aufgrund der Infektionsschutzmaßnahmen schon wesentliche Dinge anders. Aber wir haben es gerade gesehen, im Hinblick auf die Orientierungswochen auch durchaus Parallelitäten da. Wunderbar, danke. Frau Brinkmann, wenn Sie sich an Ihr erstes Semester erinnern, was hätten Sie gerne vorher gewusst? Also ehrlich gesagt, waren die ersten zwei Jahre meines Studiums gar nicht so leicht. Und ich musste mich ganz schön durchkämpfen. Denn in meinem Fach der Biologie muss man erstmal durch Fächer sich ein bisschen kämpfen, die einem gar nicht so nahe sind, wie Physik zum Beispiel. Und ehrlich gesagt, wenn mir einer vorher gesagt hätte, wie anstrengend das wird, ich weiß nicht, ob ich das gemacht hätte. Von daher war es, glaube ich, ganz gut, dass ich nicht alles wusste. Und ich wusste aber immer, wo will ich eigentlich hin und habe mich da durchgekämpft. Und das war dann im Nachhinein ganz gut so. Ich glaube, für den Anfang hätte ich gerne tatsächlich in einen Brief bekommen, der schreibt, Sie brauchen, wenn Sie in Göttingen studieren, Regenkleidung. Man ist ja auch mit dem Fahrrad immer unterwegs gewesen und die Chemie war oben auf dem Berg und die Botanik war dann irgendwo im Zentrum. Ich bin so nass geworden oft. Also das war, ja, hätte ich geholfen. Dankeschön. Luca, wie kommt man denn deiner Meinung nach am besten in Braunschweig an?
Ja, unsere Kommilitonen haben das schon ziemlich gut zusammengefasst. Alles mitnehmen, was geht, sich ein Fahrrad kaufen. Und da kann ich nur noch hinzufügen, verlegt euren Lebensmittelpunkt wirklich nach Braunschweig. Es macht einen Unterschied, ob man hier lebt oder ob man hierher pendelt. Wunderbar, da haben wir jetzt gerade ja schon die erste Antwort von dir bekommen, aber dann kann ich dich jetzt noch ganz kurz vorstellen. Du bist AStA-Vorstand und gleichzeitig Student natürlich eigentlich der Biologie und der Germanistik auf Lehramt. Ja, dann hat man jetzt, wenn man hier momentan auf dem Campus ist, bekommt man ja relativ viele Plakate zum Studium Generale zu sehen. Was ist das und wieso sollte man da hingehen als Erstsemesterstudent? Ja, mit der Immatrikulation haben wir uns ja alle für einen Studiengang entschieden. Das Studium Generale ist morgen übrigens schon und ist die Möglichkeit, an einem Tag noch mal etwas anderes zu studieren. Man hat die Möglichkeit, aus 6 verschiedenen Themenfeldern Vorlesungen bunt zusammenzustellen, von Nachhaltigkeit über dann aber auch praktische Sachen, zum Beispiel, welche Rechte habe ich eigentlich bei meinem Nebenjob? Und das kann man morgen von 9 bis 16 Uhr, kann man sich Veranstaltungen aussuchen. Gott sei Dank haben wir dafür auch Zeit bekommen, weil wir von der Präsidentin eine Auswahlempfehlung bekommen haben. Danke dafür auch nochmal. Sehr gerne. Und das ist tatsächlich schon eine lange Tradition hier bei uns. Und ich kann wirklich nur empfehlen, wagt den Blick über den Tellerrand. Ja, das Studium Generale organisiert ihr, aber was macht ihr denn sonst noch so als AStA? Ja, als AStA sind wir erstmal relativ langweilig die Exekutive des Studierendenparlaments und haben damit die Haushaltsführung. Und klingt erstmal nicht so spektakulär, wenn man dann aber weiß, dass dieser Haushalt 7 Millionen Euro umfasst und wir mit diesem Geld relativ frei arbeiten können für die Studierendenschaft, ist das schon was anderes. Darüber hinaus sind wir als demokratisch legitimierte Vertreter, sind wir die Stimme der Studierendenschaft. Wir vertreten die Studierenden zum Beispiel gegenüber der Uni, werden da auch in wichtige Prozesse mit eingebunden. Wir haben auch regelmäßige Termine mit Herrn Baumann und versuchen uns dafür die Interessen der Studierenden einzusetzen. Und als letztes haben wir auch sehr viele eigene Angebote, die wir für euch organisieren, sei es ein Hilfsfonds, eine Fahrrad-Selbsthilfewerkstatt in der Eulenstraße, eine kostenlose Erstrechtsberatung mit einem richtigen Anwalt. Wir organisieren das Semesterticket, das wird nämlich mitnichten von der Uni, sondern von der Studierendenschaft organisiert und ausgehandelt. Und darüber hinaus handeln wir auch das Kulturticket aus. Ja, jetzt hast du gerade eben das Kulturticket schon angesprochen. Das gilt fürs Staatstheater, aber auch fürs LOT und das Fadenscheintheater. Und das Staatstheater war so freundlich, uns einen kleinen Einspieler zur Verfügung zu stellen, was euch erwartet und wie ihr überhaupt euer Semesterticket nutzen, euer Kulturticket dafür nutzen könnt. Hallo liebe Erstis, herzlich willkommen im Studium und im neuen, so aufregenden Lebensabschnitt. Ich bin Jessica und ich arbeite im Staatstheater Braunschweig. Und heute habe ich eine tolle Nachricht für euch. Und zwar kommt ihr mit eurem Studierendenausweis kostenlos in unser Theater. Alles, was ihr für den freien Eintritt tun müsst, ist ab frühestens 3 Tage vor eurem Vorstellungsbesuch zur Theaterkasse zu gehen und dort mit eurem Studierendenausweis eure kostenlose Eintrittskarte abzuholen. Selbstverständlich geht das auch noch am Tag der Vorstellung, also direkt an der Abendkasse. Auf euch wartet ein buntes Programm aus Oper, Musical, Schauspiel, Tanztheater, Jungem Staatstheater und unserem Staatsorchester. Mehr Informationen findet ihr auch auf unserer Website sowie auf unserem Instagram, Facebook und YouTube-Kanal. Wir freuen uns tierisch auf euch und wünschen euch einen ganz, ganz tollen Studienanfang. Die Lara, willst du anfangen? Luca, jetzt haben wir ja gerade schon was dazu gehört, was ihr macht. Aber mit welchen Fragen wenden sich die Studierenden eigentlich an euch? Primär wenden sich die Studierenden für Nachfragen zu unseren Angeboten an uns, die ich eben gerade aufgezählt habe. Aber tatsächlich verirren sich hin und wieder auch Studierende zu uns, die Fragen zu ihren Studiengängen und Problemen dort haben. Da muss ich sagen, da sind die Fachgruppen und Fachschaften tatsächlich der deutlich bessere Ansprechpartner, weil das sind die Experten für euren Studiengang. Die kennen die Dozierenden, die besonderen Prüfungsordnungen. Da sollte man sich lieber an die wenden. Supi, danke. Was waren denn für dich als Ersti deine größten Herausforderungen? Ja, tatsächlich der Klassiker, die Raumfindung. Also das ist ja immer auch so ein kleiner Witz unter höheren Semestern, dass die Erstis erstmal ganz verstrahlt rumgucken, wo finde ich denn den Raum. Aber mir ging es tatsächlich damals nicht besser, weil, das ist leider an mir komplett vorbeigegangen, dieses System an der Uni, dass der Raumname, der hat ja vorne immer Buchstaben, zum Beispiel PK, das steht für Pockelstraße, also die Straße, in der der Raum liegt. Und dann das Nummerierungssystem, also dass die Nummern von 0 bis 100 im Erdgeschoss sind, dass die 100er-Räume im ersten und so weiter sind.
Das habe ich leider erst relativ spät im Studium herausgefunden und habe so immer sehr lange nach den Räumen suchen müssen. Ja, danke. Aber auch hätte ich gerne früher schon mitbekommen, wie man den Anschluss findet zu den Kommilitonen, zu den Angeboten, die studentischen. Die habe ich leider dann doch erst relativ spät auch im Studium für mich entdeckt, was ich jetzt im Nachhinein ein bisschen bereue. Ja, da kann ich, da fühle ich mit dir, also bei beiden Sachen. Danke. Ja, die Raumfindung war vielleicht auch schon vor 7 Jahren irgendwie so ein Problem, als du angefangen hast zu studieren, aber jetzt haben wir noch ganz andere Probleme. Worauf müssen Sie sich denn, Herr Baumann, die Erstsemester in diesem Semester einstellen, also die 3400 Leute, die jetzt frisch an die Uni gekommen sind? Worauf müssen Sie sich einstellen? Sie sollten sich freuen auf ein tolles Studium. Das ist mal das Erste. Gut, dieses tolle Studium mag jetzt vielleicht in diesem Wintersemester noch in erster Linie dadurch geprägt sein, dass es erstmal inhaltlicher Natur ein tolles Studium wird und das Campusleben vielleicht noch nicht so pulsierend ist, wie es vor 7 Jahren war. Aber wie gesagt, wir bieten den Studierenden zunächst eben erstmal ein tolles Studium. Das, worauf sie sich dann wieder einstellen müssen, das sind die Dinge, die ich gerade schon kurz angesprochen habe. Wir werden eben halt spezielle Eingangskontrollen eben an den Hörsälen haben, wo man dann eben halt nachweisen muss, dass man zu diesem 3G gehört. Wir werden eben halt Maskenpflicht in den Lehrveranstaltungen haben, aber... Und ich denke, das ist eben halt ganz wichtig. Wir bekommen eben halt einfach wieder Leben auf den Campus zurück. Wir bekommen Austausch unter Studierenden zurück. Das ist etwas, was den Studierenden ja insbesondere in der Pandemie ganz besonders gefehlt hat. Und wir bekommen natürlich auch den Austausch von Studierenden und Lehrenden wieder zurück. Und das darf man dann natürlich auch erwarten. Ja, jetzt, wenn man vielleicht so aus der Schule kommt, hat man Kommilitonen, die an andere niedersächsische Universitäten gegangen sind. Wieso gibt es denn an niedersächsischen Universitäten so unterschiedliche Regelungen? Also zum Beispiel in Göttingen oder Lüneburg finden erst die Partys statt, da werden zum Beispiel die Selbsttests teilweise subventioniert oder ganz finanziert. Wieso ist das so? Darauf gibt es eine ganz einfache Frage, gibt es eine ganz einfache Antwort und die einfache Antwort ist erstmal diejenige, dass unser Ministerium, das Ministerium für Wissenschaft und Kultur keine einheitlichen Regeln entsprechend vorgegeben hat in der Corona-Verordnung des Landes. Das ist in anderen Bundesländern ganz anders. In Baden-Württemberg beispielsweise gibt es eine Corona-Verordnung Studienbetrieb. Und da steht genau drin, was die Universitäten tun und lassen können. Und in so einem Fall haben sie dann natürlich ein wesentlich einheitlicheres Regelwerk an den einzelnen Universitäten. Und so ist es eben halt einfach so, dass die einzelnen Standorte jetzt sich die Regeln ja selber geben konnten. Unser Minister hat das genannt, wir geben den Universitäten die nötige Beinfreiheit, dass sie eben halt lokal vor Ort dann die entsprechenden Regelungen treffen können. Und das ist dann eben halt der Grund, warum das so unterschiedlich ist, weil jeder dann für sich eben halt den besten Weg gesucht hat. Sie haben gerade Göttingen und auch die Leuphana, die Lüneburger angesprochen, das gerade im Hinblick auf die Tests. Auch da gibt es sehr interessante Antworten. In Göttingen muss man sagen, dass die Testinfrastruktur, die in Göttingen entstanden ist, auf den damaligen Präsidenten, den Herrn Professor Jahn, zurückgeht. Der ist selber Biochemiker und der hat diesen PCR-Test, der dort in Göttingen auf dem Campus, der dort verwendet wird, selbst in seinen eigenen Laboren entwickelt. Und das bedeutet dann, dass er das eben im großen Maßstab und sehr günstig umsetzen kann. Was hinzukommt, ist, dass die Göttinger dann da auch tatsächlich zur Hochphase der Pandemie Freiwillige rekrutieren konnten, die Abstriche gemacht haben auf dem Campus. Also Hut ab, ganz tolle Leistung. Diese Infrastruktur haben wir hier eben tatsächlich nicht. Lüneburg haben Sie angesprochen im Hinblick auf die Tests. In Lüneburg ist es im Moment so, wenn ich da richtig informiert bin, dass Lüneburg denjenigen Tests bietet, die auf die zweite Impfung warten. Das heißt also, dass man hier eben tatsächlich sagt, wenn ihr das erste Mal geimpft seid, dann überbrücken wir euch den Zeitraum bis zur zweiten Impfung. Auch das finde ich tatsächlich eine ganz tolle Aktion. Und ich werde mit meinen Präsidiumskolleginnen und Kollegen das mal besprechen, ob wir nicht eben halt so etwas auch dann entsprechend einrichten können. Wunderbar, danke. Herr Baumann, warum ist die 3G-Regel notwendig und wie lange wird sie Ihrer Meinung nach bestehen bleiben? Also wer hat diese Regelung überhaupt entwickelt? Die Regel, also die 3G-Regel, hat die Politik entwickelt. Ja, also seit dem 23. August ist sie bundesweit eben in Kraft. Und das, was wir jetzt eben hier an der TU Braunschweig machen, ist, dass wir die 3G-Regel dann umsetzen.
Und das spezielle Regelwerk, wie wir das eben jetzt hier an der TU Braunschweig umsetzen, das ist etwas, was ja, relativ breit getragen wird. Das heißt, es muss natürlich erstmal eine kleine Kerngruppe geben, die das entwickelt. Das ist Abteilung 16, Studium und Lehre, zusammen mit mir. Und dann geht das Ganze in den Krisenstab. Im Krisenstab wird das erste Mal im größeren Rahmen dann besprochen. Und von dort geht es dann eben halt weiter in die einzelnen Gremien der Universität. Und ich habe manche Wochen gehabt, bei denen ich mich dann am Montag mit den Geschäftsführungen der Fakultäten getroffen habe, am Dienstag meinen Regeltermin mit den Studierenden hatte, am Mittwoch den Termin mit den Studiendekaninnen und Studiendekanen und am Donnerstag dann wahlweise entweder die Senatskommission für Studium und Weiterbildung oder eben die Dekaninnen- und Dekanerunde. Und dann habe ich wirklich von Montag bis Donnerstag über diese Regeln berichtet. Sie wurden dann in den einzelnen Gremien nochmal diskutiert und dann verändert. Und am Freitag habe ich dann typischerweise E-Mails geschrieben. Das ist der Grund, warum die dann häufig Freitagnachmittag oder manchmal dann auch erst am Samstag eben angekommen sind, weil das war dann typischerweise nach eben einer solchen Woche, wo diese Dinge dann beraten wurden. Dankeschön. Da vielleicht eine kleine Rückfrage dazu. Was passiert, wenn die epidemische Lage für Bände erklärt wird, also vom Bund und vom Land? Kommen dann wieder alle auf einmal in Präsenz an die Universität oder was ist Ihre Exit-Strategie vielleicht? Was passiert, wenn die Epi-Lage beendet wird? Das bedeutet natürlich in erster Linie mal, dass die Ministerien eben nicht mehr per Verordnung regieren können, sondern dann eben die Parlamente wieder einbeziehen müssen. Das bedeutet ja nicht automatisch, dass sämtliche Maßnahmen fallen gelassen werden und dass dann eben wieder alle auf den Campus strömen können. Das wäre natürlich schön, aber ich denke, das ist eben erstmal nicht zu erwarten. Das ist auch nicht das, was Politiker jetzt bei der Diskussion um das Beenden dieser epidemischen Lage nationaler Tragweite eben in Aussicht stellen. Und deswegen glaube ich erstmal, dass wenn sie tatsächlich aufgehoben werden sollte, das relativ spurlos an uns vorbeigeht, weil dann das Land schon das Fortführen eben der Maßnahmen hier in Niedersachsen, dass sie dafür Sorge tragen werden. So, wie lange bleibt die 3G-Regel bestehen? Das war ja gerade auch ein Stück weit Teil der Frage. Die wird so lange bestehen bleiben, bis wir eben wirklich die Bevölkerung gut schützen können, insbesondere dann eben auch den Teil der Bevölkerung, der sich nicht impfen lassen kann. Und wann das jetzt genau der Fall ist, das wird davon abhängen, ja, wann eben genügend Leute geimpft sind, sodass wir dann eben diesen Schutz gewährleisten können als Gesellschaft und dann damit natürlich auch als TU Braunschweig. Dankeschön. Ja, dann noch eine letzte Frage dazu. Wie sollen Studierende am Ost- und Nordcampus essen? Die Mensa 2 hat momentan ja nur im Essen to go und in der Uni darf man nicht essen. Das heißt, das haben wir schon während der ersten Woche festgestellt, dass man dann aus den Gebäuden geschmissen wird. Sollen die ganzen Studierenden dann im Winter einfach draußen essen, egal ob es stürmt oder so und das Essen dann wegfliegt? An der Stelle wäre es jetzt erstmal wichtig zu wissen, dass die Mensa vom Studentenwerk betrieben wird und nicht von der Uni. Und das Studentenwerk hat sich ein Konzept überlegt an dieser Stelle, was ich sehr klug finde, zunächst einmal. Und zwar wird die Mensa 1 an der Katharinenstraße unter 2G-Regeln geöffnet. Das heißt, dort kann man ohne Maske und ohne Abstandsgebote ganz normal essen. Das erfordert aber eben den 2G-Status. Das heißt, nur noch Geimpfte und Genesene haben dort dann entsprechend Zutritt. Und um jetzt nicht Personen ausschließen zu müssen, ist es in der Mensa 2 so, das heißt der Mensa an der Beethovenstraße, dass dort eben ein To-Go-Essen serviert wird, sodass eben niemand ausgeschlossen werden muss von der Teilnahme an dem Mensa-Essen. Die einfachste Empfehlung an der Stelle wäre natürlich, wir haben es schon zweimal gehört, kaufen Sie sich ein Rad oder nehmen Sie Ihr Rad und fahren in die Katharinenstraße und essen dort zu Mittag. Wenn das die Mittagspause nicht hergibt, wenn man im Ost- oder Nordcampus ist, dann müssen wir uns an der Stelle noch mal etwas überlegen. Denn wie gesagt, das Konzept, was sich das Studentenwerk eben halt ausgedacht hat, an der Stelle, dass die Mensa 2 to go ist, das ist eben vor dem Hintergrund, niemanden ausschließen zu wollen, erstmal klug. Und jetzt müssen wir eben halt an der Feinarbeit noch arbeiten. Wunderbar, Dankeschön. Ja, zunächst zeigen wir jetzt erstmal was zum Green Office, zum Thema Nachhaltigkeit. Viel Spaß. Ja.
Das Mikrofon war eben gerade schon an. Da müssen wir nochmal gucken. Bleiben uns nur noch wenige Jahre Zeit, um die Klimakrise zu stoppen. Damit auch die Technische Universität Braunschweig ihren Beitrag leisten kann, wurde im Sommersemester das Green Office gegründet. Wir wollen die Nachhaltigkeitstransformation der Uni pushen, indem wir alle Stellen der Hochschule miteinander vernetzen. Wir organisieren Workshops für Studierende, bringen ProfessorInnen im Rahmen eines Sustainable Development Goals Programms zusammen und haben die TU for Future Vorlesungsreihe gemeinsam mit den Students for Future auf die Beine gestellt. Übrigens, die Vorlesungsreihe findet in diesem Semester in Präsenz statt, im frisch sanierten Audimax. Es gibt Vorträge über die Zukunft der Luftfahrt, Wege zur Treibhausgasneutralität und den Zusammenhang zwischen Klimaschutz und Menschenrechten. Ab dem 3. November könnt ihr euch mittwochsabends um 18.30 Uhr im Audimax die Vorlesungen anhören. Wenn ihr euch jetzt oder vielleicht auch eher im späteren Verlauf eures Studiums für Nachhaltigkeit einsetzen wollt, aber noch nicht wisst, wo, wie und vielleicht sogar warum, dann meldet euch einfach bei uns. Wir können euch beispielsweise an studentische Initiativen vermitteln oder uns gemeinsam mit euch Projekte überlegen, die wir dann durchsetzen können. Also, wenn ihr Bock habt, euch im Bereich Nachhaltigkeit zu engagieren, kommt einfach auf uns zu. Frau Brinkmann, Sie sind ja Professorin hier an der TU, Virologin am HZI, dem Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung, und Sie sind bekannt aus dem Fernsehen. Wie stehen Sie der epidemischen Lage gegenüber? Was passiert Ihrer Meinung nach, wenn diese für beendet erklärt wird? Und wird der Präsenzbetrieb an den Universitäten dann wieder gegeben sein? Funktioniert mein Mikrofon denn jetzt? Ja, alle nicken, sehr schön. Ja, das geht jetzt in die gleiche Richtung, was Herr Baumann gerade schon ausgeführt hat. Es wird tatsächlich jetzt im kommenden Winter noch schwierig sein, große Veranstaltungen zuzulassen, weil einfach die Impfquote noch nicht hoch genug ist. Wir haben noch zu viele Impflücken. Und dadurch, dass dieses Virus ja an Kraft noch nicht verloren hat und eine unheimlich hohe Ausbreitungsdynamik hat, können wir uns jetzt noch nicht zurücklehnen und entspannen und das Ganze für beendet erklären. Und gerade in Räumen, wo viele Menschen beieinander sind, brauchen wir noch klare Regeln. Und solange die Impfung, oder sagen wir mal so, solange nicht alle Erwachsenen geimpft sind, brauchen wir auch immer noch zusätzliche Maßnahmen wie das Maskentragen oder auch Abstand halten oder eben wenig Menschen in engen Räumen oder in stickigen Räumen, damit das Virus weniger Chance hat, sich auszubreiten. Und Problem ist eben auch noch, dass bei der älteren Bevölkerung auch noch zu viele Menschen nicht geimpft sind. Und dann haben wir noch die ganzen Kinder, die auch noch zur Verbreitung beitragen. Also es ist schon noch eine gesellschaftliche Anstrengung, jetzt über diesen Winter zu kommen und tatsächlich auch noch mit diesen Maßnahmen zu leben. Aber wir können uns das alles deutlich erleichtern, indem wir eine hohe Impfquote haben, auch unter den Studierenden. Dankeschön. Als Professorin bieten Sie an der TU ja auch Lehrveranstaltungen an. Können denn Studierende in den Laboren helfen, Pandemien zu erforschen und sie zu bekämpfen? Absolut, dafür sind wir da. Das ist ja auch Ziel unserer Ausbildung, dass wir einmal das theoretische Wissen vermitteln, aber auch dann Praktika anbieten, wo man dann richtig einsteigt, im Labor steht und Viren erforscht, Krankheiten erforscht. Wie macht das Virus eigentlich krank? Wie interagiert das Virus eigentlich genau mit dem Menschen und verursacht die Krankheit? Und wie verbreitet es sich über die Luft, über die Schmierinfektion, über andere Wege, die wir auch von anderen Viren kennen? Also ja, absolut. Also man kann zwar nicht gleich sofort mit den Viren direkt arbeiten, sondern braucht erst andere Techniken und muss lernen, wie arbeite ich steril, dass ich andere nicht gefährde und mich selber nicht gefährde. Aber wenn man dann im höheren Semester ist, freuen wir uns über interessierten Nachwuchs in der Virologie. Jetzt haben Sie ja gerade eben schon ganz viel über Ihre Forschung erzählt. Sie haben ja einen relativ langen Forschungsaufenthalt in den USA gehabt. Wie wichtig war der für Ihren Werdegang? Ach, der war natürlich wahnsinnig wichtig. Ich bin aber als Studierende auch schon ins Ausland gegangen. Und vielleicht fange ich da mal an. Ich weiß nämlich noch ganz genau, ich war erst in Göttingen 2 Jahre und bin dann nach Berlin gegangen zum Hauptstudium.
Und nein, es war noch kein Ausland. Also ein bisschen. Als Niedersächsin war das natürlich Ausland. Nee, aber ich bin da gerade angekommen in Berlin und habe wieder neue Kontakte geknüpft und habe mich gerade wohlgefühlt, als mein Professor sagte, Mensch, hier, Erasmus-Studium in London, wäre das nicht was für dich? Und ich so, oh nee, ich bin doch gerade hier so nett und ist doch so gemütlich hier. Und dann habe ich mir aber in den Hintern getreten und bin für ein halbes Jahr nach London gegangen. Und das war wirklich, also ich bin aus meiner Komfortzone da wirklich rausgegangen, denn das war ja wieder Wohnung suchen und oh, wieder neue Leute und das ist schon anstrengend. Aber es war so toll und es war die beste Zeit schlechthin und ich habe das nie bereut. Und ich war dankbar für diesen kleinen Tritt, den mir mein Professor damals gegeben hat. Und ich glaube, dadurch war es dann auch viel einfacher zu entscheiden, nach der Doktorarbeit nochmal ins Ausland zu gehen und da dann eben auch für längere Zeit. Und das hat mich unheimlich geprägt und es war eine unheimlich wichtige Erfahrung, ein anderes System kennenzulernen, anderes Forschungssystem, andere Mentalität, andere Kultur, um dann aber auch entscheiden zu können, ich möchte ganz gern wieder zurück nach Deutschland. Ich mag unsere Kultur und unsere Universitäten hier und möchte da jetzt meine Erfahrungen mit reinbringen. Dankeschön. Frau Ittel, Sie haben ja auch viel in den Vereinigten Staaten studiert und geforscht. Was hat Sie denn dort am meisten geprägt? Ja, ich bin ja relativ früh, also vor dem Studium schon in die USA gegangen und hatte ganz ehrlich gesagt nicht geplant, dort so lange zu bleiben. Das ist dann, ich bin da ganz klassisch hängen geblieben und das hat natürlich meinen ganzen Werdegang total geprägt. Ich war im Ganzen fast 11 Jahre in den USA, immer mal wieder mit Unterbrechungen. Da war ich am Max-Planck-Institut in Berlin, und auch längeren Unterbrechungen, aber habe dort studiert und eben auch überhaupt die Forschung und die Wissenschaft kennengelernt. Und ich bin dann auch wieder zurück nach Deutschland gegangen, erst weil auch mein Mentor oder einer meiner Mentoren gesagt hat, na, wenn dann jetzt, also es war nach dem PhD, nach dem Doktor, weil sonst ist der Zug abgefahren und dann dachte ich, gucke ich mir das mal lieber wieder an in Deutschland. Und das war im Prinzip fast, die Erfahrung dann war fast noch prägender als der ganze Aufenthalt in den USA, weil ich dann zurück nach Deutschland gekommen bin nach 11 Jahren und Deutschland war fremd für mich. Ich war aber Deutsche und das war also fast ein größerer Kulturschock, als in den USA anzukommen. Und daraus habe ich natürlich gelernt, diese Erfahrung des Fremdseins ist so wahnsinnig wichtig. Und deshalb diese Tritte, die Ihnen gegeben wurden, oder die Trittchen, würde ich gerne natürlich auf sanfte Art und Weise wirklich allen Studierenden auch mitgeben, dass sie sich entschließen, dass sie auch den Mut fassen, ins Ausland zu gehen. Sie können ja auch wiederkommen, das macht ja nichts. Und nach einem Semester oder nach einem Jahr ist es auch nicht so schwierig wie nach 10 oder 11 Jahren. Aber das ist einfach so wahnsinnig prägend und bereichert einfach den Werdegang so sehr. Und deshalb da nochmal die ganz große Ermutigung, einfach diese Angebote auch wahrzunehmen. Ich kann Ihnen versprechen, dass ich, während ich hier Präsidentin dieser wunderbaren Universität sein werde, ich da auch sehr für sorgen werde, dass wir sehr viele Möglichkeiten des Austauschs haben, dass wir die auch vergrößern. Und wenn auch zum Beispiel Sie im Studium erfahren, oh, ich möchte gerne dahin und dahin, und dann wissen Sie vielleicht nicht genau, wie das funktioniert, da haben wir wunderbare auch Personen, die Sie beraten können. Und möchte einfach alle ermutigen, mein Traum wäre, dass Sie alle gehen können. Aber was eben auch wichtig ist, weil es können nicht alle gehen. Das ist auch ganz, ganz klar. Manchmal erlaubt das Leben das gerade nicht oder es erlaubt vielleicht auch das Studium nicht. Und deshalb ist mir auch so wichtig, dass wir hier auf dem Campus die Möglichkeiten schaffen, internationale Erfahrungen zu machen. Und das geht im einen dadurch, dass wir mehr und mehr internationale Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, aber auch mehr internationale Studierende hier einladen, dass wir mehr englischsprachige Vorlesungen oder auch Seminare haben, wo sich auch Studierende einfach erproben können, die es eben nicht schaffen, ins Ausland zu gehen oder auch gerade nicht können, vielleicht Familie oder sonstige Bedingungen. Und das ist auch etwas, was ich sehr, sehr viel weiterentwickeln möchte mit der Unterstützung von vielen, vielen anderen, dass wir hier auch im Campus einfach internationale Erfahrungen ermöglichen, die die Welt zu uns bringen im Prinzip.
Ja, vielleicht daran anknüpfend so ein bisschen, weil Sie ja jetzt schon einen kleinen Ausblick gegeben haben, was Sie hier alles machen wollen. Was macht denn das Studium an der TU Braunschweig so besonders und was bietet sie dann eben den StudienanfängerInnen? Ja, ich glaube, das ist ganz ähnlich. Die Gründe oder die Dinge, die ich jetzt aufzählen werde, sind ganz ähnlich, warum ich mich auch so gerne für diese Universität entschieden habe. Weil die Universität ist groß genug, dass sie eine unheimliche Vielfalt bieten kann. Aber sie ist nicht so groß, dass man drin verloren geht. Und das ist eigentlich eine wunderbare Bedingung und wunderbarer Kontext, hier auch anfangen zu studieren und hoffentlich auch das Studium hier auch zu beenden. Es gibt unheimlich viele studentische Initiativen, es gibt unheimlich viele Partizipationsmöglichkeiten für Studierende. Und das ist das, was Ihnen anfänglich ja auch gesagt worden ist. Das ist vielleicht anfänglich so ein bisschen auch beunruhigend oder man hat vielleicht nicht den Mut, da so wirklich dran teilzunehmen, aber das ist ja das, was das Studium ausmacht. Und hier gibt es unheimlich viele Möglichkeiten und was ich auch so schön finde, auch von einer anderen, vom Ausland kommend, von Berlin kommend, einfach die Interaktion zwischen den Studierenden und den Dozierenden und auch dem Präsidium ist ganz, ich sage jetzt mal, hierarchie- oder barrierefrei. Und das ist mir unheimlich viel wert. Das habe ich in den USA gelernt, dass da die Ideen zählen und dass man da eben diese Hierarchien nicht so, so wichtig oder nicht so ernst nimmt wie an anderen Universitäten vielleicht. Und das ist hier auch gegeben, dass da ein unheimlich natürlicher und schöner Austausch herrscht. Und das finde ich ganz besonders betonenswert, warum es diese Universität auch so studierenswert macht. Und deshalb herzlichen Glückwunsch, dass Sie hier sind. Das ist ein ganz toller Kontext. Wunderbar, danke schön. Dann haben Sie ja gerade eben schon die studentischen Initiativen angesprochen. Und da möchten wir doch gleich mal einen kleinen Werbeblock schalten für die Asti-Börse, die heute von 10.30 Uhr bis 12.30 Uhr stattfindet. Die ist digital. Und da wird sich zum Beispiel die AGS vorstellen, die jetzt hier gerade das alles hier organisiert. Da werdet ihr ein kleines Behind the Scenes bekommen, so wie ist diese Erstsemesterbegrüßung entstanden. Aber ansonsten engagieren sich da natürlich auch noch ganz viele andere stellen sich da ganz viele andere studentische Initiativen vor. Wir als Hochschulpolitik stellen uns vor. Das heißt einfach, geht dahin, guckt euch an, ob irgendwas für euch dabei ist, so wie AK Fliegt zum Beispiel oder so. Einfach seht euch das an und dann könnt ihr vielleicht noch ein bisschen mehr vom Campusleben hier profitieren, als nur hier zu studieren. Ja. Und dann vielleicht habt ihr da nachher auch, also findet ihr ganz viele nette Menschen und habt Lust, dann da mitzumachen. Und ja, da würden wir uns freuen, wenn ihr von 10.30 Uhr bis 12.30 Uhr dabei seid. Ja, dann habe ich ja gerade eben schon über ganz viel Engagement gesprochen. Haben Sie sich denn, Frau Ittel, früher außerhalb Ihres Studiums engagiert? Ja, das war natürlich in den USA etwas anders organisiert. Da gab es tatsächlich keinen AStA oder was es da aber gab, war die Möglichkeit, worüber wir eben auch schon mal gesprochen hatten, die Möglichkeit, sich sehr, sehr früh als studentische Hilfskraft zu engagieren oder in die auch ohne studentische Hilfskraftstelle in die Forschung hineinzuschnuppern. Und das habe ich immer gemacht und auch mit Leidenschaft und habe mehr Zeit im Labor als am Strand verbracht. In Miami ist das vielleicht nochmal betonenswert, weil ich das einfach so spannend fand und weil ich da dann auch einfach ganz, ganz viel gelernt habe über die, wie Wissenschaft funktioniert und wie mein Fach, die Psychologie auch funktioniert und wie die erforscht wird. Und da kann ich nur alle auch zu ermutigen, das ganz, ganz früh zu machen. Nachher, später im Studium, in Kalifornien, da war ich dann Repräsentantin der PhD-Students und so weiter. Da waren dann die Möglichkeiten größer, sich zu engagieren. Da war ich auch im wie Institutsrat und so weiter. Aber im Bachelorstudium in Miami gab es das so nicht. Aber da habe ich die Möglichkeiten genutzt, im Labor zu sitzen. Wunderbar, danke schön. Wie sieht es denn bei dir aus, die Lara? Engagierst du dich außerhalb des Studiums? Ja, also bei mir war das tatsächlich so, dass ich mich im Bachelor, in meinem Studium in Wolfsburg, total viel engagiert habe. Also ich war da in der Musikschmiede, da haben wir Konzerte und all mögliche musikalische Events organisiert. Ich war bei All Together, das war eine Initiative für Geflüchtete, die hierher gekommen sind und gerne studieren wollten. Und ich war halt auch irgendwie schon immer studentische Hilfskraft, Schreibtutorin, Orientierungstutorin, sowas habe ich alles gemacht. Und hier bin ich aktuell ja auch studentische Hilfskraft am IH und beim C3, das ist das Carolo Campus Café. Ja, wir hoffen, dass es vielleicht auch wieder öffnen kann, weil aktuell ist es leider geschlossen.
Genau. Was machst du denn so, Sabrina? Ja, also ich bin in erster Linie vor allem auch hier in meiner Funktion als Präsidentin des Studierendenparlaments da. Aber ansonsten habe ich quasi in meinem ersten Semester bin ich gleich in die Fachgruppe eingetreten. Die haben ja die Orientierungswoche gestaltet und dann dachte ich so, da möchte ich mich auch engagieren. Das ist so das, was ich schon früher in der Schule, wo ich Bock drauf hatte, mich da zu engagieren. Und dann ja, hat man da die Möglichkeit, erstmal mit Erstsemestern ganz viel zu machen. Und dann später bin ich quasi in die Hochschulpolitik gekommen und habe dann festgestellt, dass man doch auch im Studierendenparlament ganz viel bewirken kann und dann vielleicht auch mit ganz vielen Persönlichkeiten später im Präsidium zu tun hat und ja, einfach quasi noch mehr für Studierende erreichen kann. Also natürlich jetzt nicht mehr so die ganzen typischen Erstsemesterfragen beantworten, aber dann halt so größere Fragen beantworten, wie jetzt hier fürs Präsenzsemester oder so. Ja. Luca, wir wissen ja schon, dass du AStA-Vorstand bist. Engagierst du dich dann sonst noch irgendwo, also wenn das nicht ausreicht natürlich? Ja, und danach direkt bin ich in den AStA-Vorstand gewechselt, habe dort dann festgestellt, dass der AStA tatsächlich das machen muss in unserer studentischen Demokratie, was das Studierendenparlament beschließt. Und daraufhin habe ich mich dann direkt in der Legislaturperiode darauf auch ein Abgeordnetenmandat erstmal gesichert. Ja, Herr Baumann, haben Sie sich denn früher engagiert? Nein, tatsächlich nicht. Ich bin im Hinblick auf das Engagement außerhalb jetzt von Studium, Lehre und Forschung an Universitäten ein Spätstarter. Ich habe damit tatsächlich in meinem zweiten Semester hier an der TU Braunschweig begonnen. Das heißt, das war im Sommersemester 2007, als ich Studiendekan wurde und das dann für 4 Jahre blieb. Danach wurde ich Dekan, war in der KSW und so weiter und so fort. Aber ja, ich bin Spätstarter in der Beziehung. Dankeschön. Frau Brinkmann, Sie engagieren sich ja als Wissenschaftlerin in der Corona-Pandemie stark für die Information der Bevölkerung. Was für Erfahrungen haben Sie denn in den letzten 1,5 Jahren gemacht? Oh, die waren vielfältig. Man ist ja als Wissenschaftler ganz schön ins kalte Wasser geworfen worden. Man wird ja jetzt nicht wirklich darauf vorbereitet, auf einmal mit einem Millionenpublikum zu sprechen. Und auch mit der Politik hatte ich noch keine großen Berührungspunkte. Von daher war das ganz schön aufregend und war auch manchmal ganz schön steinig. Und, aber im Großen und Ganzen war es sehr viel Wertschätzung, gerade auch am Anfang der Pandemie, als man erstmal erklären musste, was ist überhaupt ein Virus. Das ging ja, ich weiß noch, früher auf Partys, wenn ich jetzt, fragt man ja, was machst du so beruflich? Und ich sage, ich bin Virologin, dann war das Gespräch oft ganz schnell beendet. Und ja, man musste dieses Verständnis erstmal in die Bevölkerung auch bekommen und das hat mir total viel Freude gemacht. Ich habe schon immer gerne erklärt und versucht so zu erklären, dass es wirklich ja, hoffentlich jeder versteht. Und ja, diese Wertschätzung hat mich dann auch so getragen über diese Pandemie, weil man ja auch ganz viel Gegenwind bekommt von Menschen, die jetzt gesagt haben, das Virus gibt es ja gar nicht und diese ganzen Beschränkungen, damit will der Staat uns ja nur unterdrücken und ich sei eine große, man wird dann ja persönlich auch richtig beleidigt über E-Mails und auch Anrufe. Aber das war zum Glück die Minderheit. Und ich glaube, es ist wichtig, auch diesen Dialog zu führen und das ist auch in meiner Verantwortung. Das war immer für mich die Motivation, da rauszugehen in die Öffentlichkeit, weil ich diese Verantwortung gespürt habe, dass ich helfen wollte, dass unsere Gesellschaft gut durch diese Pandemie kommt. Ja, das ist auf jeden Fall sehr interessant. Also es klingt natürlich nicht schön, wenn man solche E-Mails bekommt, aber es freut mich, dass da nur wenige bei waren. Man bekommt auch ein Bewusstsein dafür, dass es Menschen gibt, die ja ständig in der Öffentlichkeit sind, wie Politiker, die sowas auch ständig damit konfrontiert sind. Und das ist auch erschreckend, aber es ist auch eine Erfahrung. Ja, auf jeden Fall. Sie wollten ja ursprünglich mal Journalistin werden. Das heißt, Sie haben sich ja studienmäßig noch einmal umorientiert. Wie kam es überhaupt dazu? Ja, also ich habe mich nach dem Abitur für eine Lokalzeitung sehr engagiert und war da freie Mitarbeiterin und hatte da sehr viel Freude dran und wollte dann Journalismus studieren und habe dann erst mal mich eingeschrieben während dieser freien Mitarbeit für Sprachen an der Universität. Und dann hatte ich aber während dieser Zeit bei der Zeitung ein sehr nettes Gespräch mit einem Redakteur, der gesagt hat,
super Idee mit dem Journalismus, aber wir haben eigentlich schon genug Leute, die gut schreiben können, aber wir haben zu wenig Leute, die wirklich Ahnung haben über etwas, worüber sie schreiben. Zum Beispiel über Geschichte oder über Medizin, Jura oder ja, Naturwissenschaften. Und dann habe ich überlegt, okay, dann studiere ich vielleicht lieber was Handfestes, wo man ja vielleicht am Schluss auch noch mehrere Optionen hat, den Journalismus und vielleicht ja, die Biologie in meinem Fall. Und dann habe ich mich für ein Biologiestudium entschlossen und habe dann während des Studiums auch noch weiter geschrieben. Ich war bei Geo, ich war beim Stern und fand das auch alles total super spannend. Aber dann hat mich das Fach so gepackt und das war dann die Mikrobiologie, wo ich gemerkt habe, boah, das finde ich so spannend, das möchte ich weitermachen. Und dann war ich so involviert an der Uni und auch in der Arbeitsgruppe, die mich dann auch als Hiwi eingestellt hat. Und da war dann irgendwie keine Zeit mehr zu schreiben. Und dann hat es sich geändert. So war das. Ja, manchmal ist das so. Aber es ist ja auch aber es kommt mir zunutze. Ich glaube, es kommt mir jetzt sehr zunutze in dieser Krise, weil man ja auch viele Interviews in schriftlicher Form dann führen konnte. Und da hilft es schon, wenn man auch ein bisschen so da mal in diese Welt geguckt hat, das Journalismus. Ja, auf jeden Fall. Das sind ja auch alles Erfahrungswerte, die einen nur weiterbringen können. Was können wir denn Ihrer Meinung nach tun, um hier an der Uni wieder etwas Normalität herzustellen? Wir können uns impfen lassen. gut wäre auch, sich impfen zu lassen. Und sich impfen zu lassen. Also das wären so die drei Ratschläge, die ich hätte. Und ich glaube auch, dass wir da, also ich glaube, die Bereitschaft ist unheimlich hoch unter den Studierenden. Und da gibt es dann auch noch ein paar, die haben es vielleicht einfach bislang noch nicht für so wichtig erachtet oder haben es einfach verschlafen oder haben einfach noch Zweifel. Und diese Zweifel, da müssen wir jetzt nochmal einfach das Gespräch suchen und sagen, woher kommen denn diese Zweifel und kann ich die vielleicht ausräumen? Und ich glaube, das wäre jetzt ganz wichtig, dass wir einfach wieder ein normales soziales Leben führen können. Und da ist das einfach der beste Weg. Ja, da hätte jetzt auch meine nächste Frage angeknüpft, was Sie denn Studierenden sagen würden, die sich nicht impfen lassen möchten. Ja, also ich würde denen sagen, dass es keinen rationalen Grund gibt, sich nicht impfen zu lassen. Die Gründe, die es gibt, sind irrational und über die kann man ja auch sprechen. Und ich kann ja vielleicht mal die Gelegenheit nutzen, das zu tun, wo mir gerade ein paar Leute zuhören. Es ist ein bisschen so, ich glaube, es ist so ein falsches Verständnis, dass ich die Wahl habe zwischen der Impfung und der Nichtbegegnung mit dem Virus. Aber das stimmt nicht. Das Virus ist so ansteckend und wenn wir uns jetzt wieder treffen vermehrt, werden wir uns über kurz oder lang infizieren. Also es ist eine Entscheidung für die Impfung oder für die Infektion. Also mich nicht impfen zu lassen, ist eigentlich die Entscheidung, gut, dann infiziere ich mich irgendwann. Und das kann gut gehen, aber es muss nicht gut gehen. Und das ist ein bisschen so, also ich glaube, das ist im Verständnis bei manchen vielleicht noch nicht angekommen. Die Impfung ist ja eigentlich ist ein sicherer Weg. Wir wissen, sie wirkt und sie ist sicher. Und wir haben schon total gut verstanden, wie diese Impfung auch wirkt und wie der Körper darauf reagiert. Was wir aber noch überhaupt nicht gut verstanden haben, ist, wie das Virus auf uns wirkt. Da haben wir vielleicht einen Bruchteil verstanden in der Wissenschaft. Und von daher ist es für mich immer eine klare Entscheidung, dass ich mich ja lieber für etwas entscheide, was sicher ist. Das ist ein bisschen so, als wenn ich jetzt entscheide, gut, ich setze mich in ein Auto, was wirklich immer diese Autovergleiche, aber wir sind ja auch an der Technischen Uni, ich glaube, es passt. Ich setze mich jetzt in so ein VW Golf, ne? Da ist die Technik seit Jahren entwickelt und ich verstehe, wie das Ding funktioniert und fährt. Oder entscheide ich mich dann doch besser für die selbstgebaute Rakete, die hier also als Prototyp entwickelt wurde. Und das eine ist die Impfung und das andere ist das Virus. Und ich glaube, wer rational entscheidet, geht dann vielleicht doch lieber in das sichere Auto. Das ist so der Vergleich. Denn die Infektion bringt ja das, was im Impfstoff ist, sowieso mit. Es ist nur völlig unkontrolliert. Es ist nicht der Impfarzt, der einem eine Spritze setzt und dieser Impfstoff wirkt und ist danach auch wieder verschwunden. Das andere ist ja, dass mehrere
Menschen, die keine Ärzte sind, auf mich zukommen mit einer Spritze, ja, in der etwas drin ist, was ich noch nicht gut verstehe. Von daher. Das auf jeden Fall. Ist das so der sichere Weg? Und ich kann auch total verstehen, dass es viele Zweifler gibt, weil in den Medien oft einfach ja, Dinge verbreitet werden und die aus den Köpfen zu bekommen, ist ganz schwierig. Zum Beispiel, dass die Impfung Frauen unfruchtbar macht. Es ist einfach falsch und es ist wissenschaftlich schon auch erwiesen, dass es nicht richtig ist. Aber diese Zweifel, die sind gesät und die muss man jetzt auch einfach ja, offen dafür sein, dass es sehr gute Argumente gibt, dass es einfach nicht stimmt und dass die Impfung sicher ist. Ja, danke auf jeden Fall für die Aufklärung und auch für den Vergleich. Sehr interessant. Wunderbar, jetzt haben wir gerade schon ganz viel über Corona gehört und Corona hatte natürlich für uns Studierende ganz viele negative Auswirkungen. Aber natürlich kann man von solchen Erfahrungen vielleicht auch profitieren. Von welchen Erfahrungen genau können wir denn jetzt aus den Online-Semestern profitieren, Herr Baumann? Oh, das ist, glaube ich, etwas, was eine sehr komplexe Antwort bedarf und wo wir auch einen Prozess angestoßen haben, tatsächlich, der gerade anfängt zu rollen, bei dem wir die Erfahrungen der Lehrenden und Studierenden dann auch einholen wollen, welche Wirkungen die Online-Semester eben jeweils auf sie hatten. Ich kann jetzt nur aus meiner eigenen Erfahrung berichten. Ich habe unter Pandemiebedingungen 3 verschiedene Vorlesungen in der Zeit gemacht und ich kann aus meinen eigenen Erfahrungen erstmal berichten, Online-Lehre funktioniert. Also das ist mal das Erste. Und ich denke, von den Lehren, die man daraus ziehen kann, ist, dass wir wahrscheinlich zur ganz gemeinen Präsenzlehre, also ohne weiteres Accessoire, wahrscheinlich so im Großteil der Fälle nicht einfach zurückkehren werden, sondern dass wir um digitale Inhalte angereicherte Präsenzlehre haben werden, dass wir so Blended-Formate haben werden. Jetzt, wo die ganzen digitalen Erklärvideos beispielsweise da sind, ist der Schritt, dann Flipped Classrooms zu machen. Das heißt also, sich dann in der Präsenz wirklich viel intensiver miteinander auseinanderzusetzen, viel interaktiver zu arbeiten, als das eben bei einer normalen großen Vorlesung der Fall ist, viel, viel leichter, als das vor der Pandemie war. Und diese Dinge, die muss man jetzt natürlich nutzen, um dann die entsprechenden Verbesserungen in der Lehre dann auch unterzubringen. Also von daher, wie gesagt, das ist also die eine Erfahrung, es funktioniert. Wir haben jetzt eine gute Ausgangslage, eben Verbesserungen unterzubringen und noch etwas anderes, was insbesondere zu Beginn der Pandemie ganz wichtig war, war dieses Peer-Learning. Also das heißt, von Lehrendem zu Lehrenden. Wir wussten ja am Anfang alle nicht, was wir tun müssen. Also zumindest die meisten wussten es nicht. Und dass man sich dann eben halt wirklich einfach mit Kolleginnen und Kollegen ausgetauscht hat, die dann schon irgendwie gerade einen Schritt weiter waren und gesagt haben, das funktioniert so. Und auch dieses Netzwerk, was sich da informell gebildet hat, das zu verfestigen, dass man wirklich so auf einem kurzen Weg einen intensiven Austausch zwischen den Lehrenden hat. Das ist, glaube ich, auch etwas Gutes, was wir uns unbedingt erhalten sollten. Wunderbar, danke schön. Mr. Baumann, there are now 2 new study programs which can be attended in English. Are there going to be more courses in English the upcoming semesters? Well, I assume so, and I expect it. Because there are at least 2 study programs that I know of that are in the pipeline. And one is about quantum technologies, and the other one is about solar systems. Mm-hmm. So there will be at least 2 more study programs, but there are also other things in the pipeline. We were granted 2 million of euros for extending our teaching in English, which this amount of money was granted by an external foundation, the so-called Töpfer Foundation, and we will use this money for things that were outlined by the president. We want to replace certain German-speaking seminars and lectures with English-speaking ones, and I think this is very important because on the one hand side, this will attract students from other countries to come to TU Braunschweig. But on the other hand side, it will also give the opportunity for our students to practice English. And I think this is very important because, let's say, engineering problems, these engineering problems, they don't stop at the German border. They will, to solve those problems, you will work
in international teams, and that means that we also have a language that is usually spoken in these teams, and this is English because it's the language of science, and therefore I think it's very important to have these opportunities to practice and to study in English. Frau Ittel, jetzt haben wir ja vorhin den Einspieler des Green Office gesehen. Das ist ja eine Initiative, auf die Initiative des ASTAS entstanden, wird aber inzwischen auch vom Präsidium unterstützt. Was möchten Sie als Präsidentin denn neben der Nachhaltigkeit an der TU Braunschweig bewirken? Ja, als Präsidentin alleine ist es schwer, irgendwas zu bewirken. Das ist immer Teamarbeit und das möchte ich nur gerne auch noch mal ganz deutlich sagen. Aber ich kann natürlich ermutigen und ich kann auch bestimmte Dinge, Initiativen unterstützen und andere vielleicht weniger oder anregen, sie weniger zu unterstützen. Die Nachhaltigkeit ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Da sind wir hier sehr breit aufgestellt. Es gibt überall Pflänzchen, von denen ich eben auch noch erfahre, dass sie überhaupt existieren. Das ist ganz wunderbar. Und hier würde ich gerne, dass wir das, also festere Strukturen auch schaffen, dass es einfach noch deutlicher und präsenter ist, dass sich die Universität an so vielen unterschiedlichen Stellen um dieses Thema kümmert. Das ist mir ganz wichtig. Das ist auch, Sie sagten gerade, das Green Office wird vom Präsidium unterstützt, aber das Thema ist auch durch einen Beauftragten des Präsidiums unterstützt und auch im Präsidium sehr, sehr präsent. Das ist mir ganz wichtig. Die Internationalisierung hatte ich schon genannt. Das ist mir wichtig, dass wir da mehr Möglichkeiten schaffen. Die anderen Dinge hat Herr Baumann jetzt eben schon auch gesagt, die Möglichkeiten der Internationalisierung, was wir Internationalization at Home, also Internationalisierung zu Hause nennen. Da gibt es noch ganz viele Ideen, die ich auch habe und mitgebracht habe und die wir sicherlich im Laufe der Zeit auch umsetzen werden. Themen wie Gleichstellung und Diversität sind gerade an der Technischen Universität auch sehr, sehr wichtig. Und hier ist mir ganz wichtig, dass TU Braunschweig sich noch mehr als vielleicht jetzt so als globale Universität versteht. Also dass wir bilden für die Region aus und deshalb, das war auch ein Punkt, ein Thema, was mich unheimlich interessiert. Deshalb bin ich auch super gerne hier hingekommen. Auf der anderen Seite möchte ich gerne, dass wir bilden regional aus, aber wir strahlen global, sage ich immer. Ne? Also diese globale Strahlkraft, die möchte ich noch mehr unterstützen, dass wir uns da auch einfach alle Mitglieder der TU Braunschweig den Mut haben, auch hinaus in die Welt zu gehen und auch als globale Partnerin überall auf Augenhöhe verstehen. Das finde ich ganz wichtig. Gleichstellung, jetzt haben Sie hier zwei wunderbare Frauen sitzen, aber natürlich haben wir, zwei Professorinnen und dann haben wir noch die Präsidentin des ASTAS und Sie, aber im Prinzip sind wir hier überrepräsentiert. Das ist an der TU Braunschweig zumindest von den Professorinnen, gibt es glaube ich 20 oder 24%. Gibt es auch noch viele Programme, die wir und Initiativen, die wir umsetzen können, um das zu erhöhen, wie unsere Kanzlerin und noch Kanzlerin und meine Namensvetterin gerade gesagt hat. Das ist nicht mehr zeitgemäß, dass Frauen nicht 50% einer Gruppe ausmachen und in dem Sinne. Das sind ganz viele Themen, ich könnte jetzt noch ganz viel weiterreden, aber was mir am meisten am Herzen liegt, ist, dass wir, und deshalb möchte ich nochmal zurückkommen auf den Anfang, dass es eben nicht die Präsidentin ist, die diese Ideen mitbringt und dann hier versucht von oben ab, umzusetzen, sondern dass ich da freue ich mich auch so sehr, Sie alle auch kennenzulernen und auch gerade die Studierenden, im Englischen würde man sagen Sparing Partners, also Personen finden, mit denen man diese Dinge umsetzen kann, da freue ich mich unheimlich drauf und deshalb freue ich mich auch, noch ganz viele von Ihnen kennenzulernen. Ja, es ist total spannend. Ich bin auch gespannt, was die Zeit so mit sich bringt. Ich meine, ich bin ja auch noch eine Weile hier auf jeden Fall. Ah, okay. Ich komme drauf zurück. Ja, welche studentischen Themen gehen Sie in der nächsten Zeit an? Ja, da ist, mir wurde ja schon prophezeit, dass das eine ganz schwierige Aufgabe für mich ist, die Studierenden zurück auf den Campus zu holen. Jetzt, ich würde mal sagen, in der letzten Woche hat das ganz gut geklappt und toi, toi, toi. Das ist natürlich ganz wichtig, dass Studierende jetzt auch wieder zurückkommen. Ich freue mich so wahnsinnig, dass dieser Platz, dass der wieder belebt ist. Als ich angekommen bin im Juli, war der leer. Und das war dann auch Semesterpause und so weiter. Aber jetzt plötzlich laufen da Leute rum und es fühlt sich schon wieder so an, wie man das ja auch haben möchte.
Was mir allerdings auch wichtig ist, ist, dass wir diesem Druck oder diesem Anspruch, wir gehen jetzt zurück zu der alten Normalität, dass wir da uns überlegen, dass wir dem nicht, also dass wir dem so ein bisschen ausweichen und wirklich darüber nachdenken, was ist eine neue Normalität für uns? Was haben wir gelernt? Herr Baumann hat es gerade schon für die Lehre auch sehr, sehr ausführlich beschrieben. Was haben Studierende gelernt, aber was haben auch wir gelernt, auch in der Administration, aber auch eben hier in der Lehre, aber auch in der Forschung? Und was können wir jetzt mitnehmen? Wie können wir eine neue Welt, ein neues Normal gemeinsam da auch gestalten? Das ist mir wichtig. Ein Thema, was ich noch auch für die Studierenden, was mich da sehr interessiert und was ich hier auch gerne noch weiter ermutigen und unterstützen möchte, ist neben der Möglichkeiten des Austauschs, entweder hier auf dem Campus oder in der Welt, Dinge wie Service Learning. Das sind Programme, wo Studierende auch in entweder lokale oder aber auch internationale Kontexte kommen, wo sie wirklich ihre Erfahrungen praktisch umsetzen können, also mit Praxispartnern, und die dann wieder zurück mit in die Universität bringen. Das ist ein Thema, was mich sehr interessiert. Und ich finde, das eignet sich gerade durch die Verankerung hier in der Region so sehr, das wirklich auch noch als Studienqualitätsmerkmal noch weiter voranzubringen. Wunderbar. Dann möchte ich einmal ganz kurz, weil ich den entsetzten Blick von Luca gesehen habe, korrigieren. Ich bin Präsidentin des Studierendenparlaments. Also des Astas. Oh, Entschuldigung. Also ich bin Präsidentin der Legislative und Luca ist Mitglied der Exekutive quasi. Dann die Frage an dich quasi. Welche Themen sind denn momentan für die Studierendenschaft relevant? Jetzt haben wir gerade eben schon gehört, was für die Präsidentin relevant ist. Ja, also tatsächlich ist auch so ein bisschen ein Spiegel der Gesellschaft. Das Thema Nachhaltigkeit wird bei uns so massiv nachgefragt. Und die Uni macht da schon sehr viel auch. Da sind wir auch echt froh drüber. Auf der anderen Seite ist natürlich dann unsere Aufgabe, immer noch versuchen, noch ein bisschen mehr rauszukitzeln. Klar. Ja, darüber hinaus auch die, was noch stärker nachgefragt wird als das Thema Nachhaltigkeit, ist das Thema der Rückkehr an den Campus. Das ist so essentiell für uns Studierenden. Insbesondere da wir ja auch die größte Statusgruppe sind mit unseren 18.000 Studierenden. Ja, wir haben aktuell wieder sehr hohe Inzidenzen. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass die Studierenden überproportional hoch bei den Impfquoten vertreten sind, dass wir auch eine verhältnismäßig niedrige Inzidenz in Braunschweig haben und dass unsere Studierendenschaft, also generell unsere Generation, aber ich habe das Gefühl, die Studierendenschaft der TU Braunschweig noch mal deutlich mehr sehr vernünftig war in den letzten 1,5 Jahren. Von älteren Herrschaften werden wir häufig dann auch angesprochen, dass wir ja schrecklich vernünftig seien und dass sie das damals wahrscheinlich nicht so gehandhabt hätten. Und die letzte Sache, durch Corona ist bei uns extrem das Engagement weggebrochen, sodass wir aktuell dringend Leute suchen und es gab noch nie so viel Platz, sich hochschulpolitisch zu entfalten. Und deswegen ist mein Appell an alle Studierenden, engagiert euch, bringt euch ein in eine Fachgruppe im AStA, im Studierendenparlament, wo übrigens jeder Studierende Rede- und Antragsberechtigt ist, was der AStA machen soll und was er nicht machen soll. Nutzt das, man kann da sehr gut Leute aus dem Studiengang kennenlernen oder aber auch darüber hinaus. Ja, jetzt habe ich gerade eben schon Frau Ittel gesehen, die gerne noch etwas auf Luca erwidern würde. Ja, nicht erwidern, sondern nur ergänzen, was ich eben nicht so ausgeführt habe. Zwei Dinge noch, die mir wichtig sind. Also ich hatte auch schon jetzt sehr viele Gespräche mit Studierenden, die eben auch sagen, das Online-Lernen zum Beispiel war sehr positiv für uns. Ne? Das hat zum Beispiel die Koordination zwischen Familie und Studium sehr, sehr viel, sehr, sehr erleichtert. Und das ist etwas, was ich auch gerne eben auch mit den Studierenden noch mehr lernen möchte. Was war da positiv? Und ich bin persönlich jemand, ich sehe gern das Glas halb voll. Aber natürlich hat die Pandemie auch negative Auswirkungen gehabt. Sie sagten so, der Rückzug, die fehlenden Möglichkeiten. Aber dann auch hat man sich zurückgezogen. Und da wissen wir auch, dass viele Studierende oder viele Menschen, betrifft nun nicht nur Studierende, auch über Einsamkeit klagen und auch eben über vielleicht psychosoziale Auswirkungen. Und dem möchten wir auch entgegenwirken bzw. da mehr unterstützen und haben uns auch schon, haben die Angebote auch schon erhöht und vergrößert, dass hier Studierende auch tatsächlich Rat und auch Beratung finden, wie man auch wieder zurück an den Campus kommen kann. Vielen ist es ja auch unangenehm, plötzlich nach 1,5 Jahren plötzlich wieder die Begegnung überhaupt zu erleben. Und da möchten wir auch mehr unterstützen, das haben wir auch schon umgesetzt. Also das wollte ich noch gerne, das war mir noch wichtig zu sagen, weil es natürlich nicht nur positive Dinge, Aspekte gibt in der Rückkehr auf den Campus. Und da möchten wir für diejenigen, die da vielleicht Schwierigkeiten haben oder auch Fragen, haben wir da auch die Beratungsangebote schon erhöht und verstärkt.
Dankeschön. Luca, wir haben auch noch eine Frage an dich. Und zwar, was darf man denn als Studentin an der TU auf gar keinen Fall verpassen? Ja, alles, was über die 180 Credits im Bachelor hinausgeht, darf man auf keinen Fall verpassen. Klar, kann man nur zu den Veranstaltungen hingehen und die Creditpunkte einsammeln bis zum Bachelorzeugnis. Hat man dann studiert? Ich würde die Frage ganz klar mit Nein beantworten, auf dem Papier, ja. Aber zum Studieren, zum Studium, zu der Reife gehört ja noch deutlich mehr. Und da ist mein Appell, nutzt es mal ins Ausland zu gehen, geht zum Unisport, da kann man super günstig Sport machen, nutzt die Angebote des Asters, trefft euch mit eurer Fachgruppe, macht zusammen etwas. Und ja, ich würde sagen, das ist mindestens nochmal genauso wichtig, dass man Credit Points einsammelt. Und das sollte man auf gar keinen Fall verpassen. Ich vermute mal, der Spruch, der wird schon damals bei Ihrem Studium auch gegolten haben, Prüfungen kann man wiederholen, Partys nicht. Und wenn man die ein oder andere Veranstaltung mal ausfallen lässt und natürlich dann zu Hause an einem anderen Tag nachbereitet, dann geht das auch. Danke, dass du mich so zum Lachen gebracht hast. Hier auch nochmal an der Stelle die Frage in die Runde, so ein, zwei Stichworte. Was sollte man an der Uni nicht verpassen? Vielleicht fangen wir einmal mit Herrn Baumann an. Sie erwischen mich kalt. Was sollte man nicht verpassen? Natürlich dann hoffentlich das im Sommersemester wieder auflebende Campusleben. Herr Kienl hat es gerade gesagt, ein Studium ohne eben halt die dazugehörigen Partys, das ist schon irgendwie unvollständig. Und das hatten wir jetzt die letzten anderthalb Jahre nicht. Und wir hoffen, dass das dann eben halt bald wiederkommt. Frau Ischel, wollen Sie weitermachen? Ja, gerne. Was mich so an der Uni fasziniert, und ich hoffe, das faszinieren alle, ist, man hat selten so viele interessierte und kluge Leute auf einem Haufen. Und das ist einfach wahnsinnig spannend, dass man da auch, egal zu welchem Thema, ich möchte da gar keine Unterschiede machen, aber dass da einfach Leute sind, die entweder viel wissen oder interessiert sind oder neugierig sind, das ist so auch, das trägt einen so durchs Leben, und das sollte man nicht verpassen und da immer die Möglichkeit suchen des Austauschs, egal zu wem, Studierende oder andere Leute, die hier an der Uni sind oder im Umkreis der Universitäten hier auch tätig sind. Dankeschön. Frau Brinkmann? Also mit den Partys, ne, da ist ja mit der Online-Lehre auch gar nicht schlecht. Ne? Ich denke gerade an meine Virologie-Vorlesung morgens um 8, also ich glaube... ja, es geht in die gleiche Richtung, dass man einfach auch mutig sein darf und muss und vielleicht auch keine Scheu hat, mal den Professor nach der Vorlesung noch mal ein bisschen anzuquatschen, ne? Und ein bisschen zu reden und Mensch. Und also ich finde das immer total nett und freue mich. Und auch wenn man jemanden auf dem Campus sieht, kann man ja auch mal sagen, ach Mensch, Frau Brinkmann, also wie ist denn das so mit den Politikern? Und also ich finde das, also man soll diese Angst vielleicht ablegen, dass das so die Professoren in ihrem Elfenbeinturm sitzen, sondern das sind Menschen wie du und ich, die einem manchmal auch einen ganz guten Rat geben können. Wunderbar, dann würde ich schon mit der ersten Frage anfangen aus dem Chat. Die geht an Herrn Baumann. Hallo, ich habe eine Frage bezüglich der kurzen Wechsel zwischen Präsenz- und Online-Veranstaltungen. Gibt es die Möglichkeit, an Online-Vorlesungen an der Uni teilzunehmen, wenn man es sonst nicht rechtzeitig nach Hause schafft? Beziehungsweise gibt es auch die Möglichkeit, online teilzunehmen oder muss man zum Campus? Das waren jetzt schon ganz viele Fragen. Also zu der ersten Frage zurück. Dieser Wechsel zwischen Präsenz- und Online-Lehre, das ist natürlich ein Problem. Und da haben wir es so jetzt gemacht, dass alle verfügbaren Hörsäle immer offen bleiben. Das wiederum bedeutet, dass wenn ein Hörsaal leer steht, dann kann ich mich in diesen Hörsaal setzen, habe eine WLAN-Versorgung und kann dann die dann folgende Online-Veranstaltung auch hören. Das kann ich natürlich auch in der UB oder eben halt in anderen Räumen, wo eine WLAN-Versorgung ist. Dann nochmal zu der anderen Frage, also zu der umgekehrten, kann ich dann zu Hause bleiben, muss ich kommen? Es gibt einige wenige Veranstaltungen, die sind mit einer Anwesenheitspflicht versehen. Bei denen gilt das natürlich nicht, aber bei all den anderen kann ich natürlich auch zu Hause bleiben und das dann beispielsweise mit digitalem Material aus Vorsemestern oder eben auch im Selbststudium erledigen. Das geht natürlich. Aber bei den Veranstaltungen, bei denen Anwesenheitspflicht herrscht, geht das dann natürlich nicht. Also denken wir nur mal an die vielen Laborpraktika, wie beispielsweise in der Biologie oder in der Chemie. Da geht das beispielsweise nicht. Wunderbar. Ich hoffe, die Frage wurde damit beantwortet.
Dann haben wir noch eine Frage an Sie, Herr Baumann. Und zwar hat eine Studierende gefragt, warum wir kein 2G machen. Das ist eine Frage, die ich jetzt im Grunde eigentlich an unser Justiziariat weiterreichen müsste. Aber ich versuche es mal mit meiner laienhaften Auffassung. Bei der Bildung ist es eben halt so, dass die Bildungschancen grundgesetzlich zugesichert sind. Und deswegen können und wollen wir hier auch nicht bestimmte Gruppen ausschließen. Und deswegen geben wir natürlich jedem die Gelegenheit, hier auf den Campus zu kommen. Aber wir müssen eben bestimmte Infektionsschutzmaßnahmen treffen. Und deswegen ist es dann eben auch so, dass diejenigen, die nicht geimpft oder genesen sind, dann entsprechend getestet sein müssen. Aber diese 3G-Regel ermöglicht eben Teilhabe an Bildung für alle, völlig unabhängig vom Impfstatus. Und das ist eben halt auch etwas, was grundgesetzlich zugesichert ist. Bei zusätzlichen Veranstaltungen, da könnte man natürlich durchaus drüber nachdenken, dass man das dann auch im 2G-Modus macht und dafür dann eben etwas laxer hält. Also wir hatten das Beispiel Mensa vorhin ja schon gehört. In der Mensa, da gibt es die 2G-Regel, was wie gesagt auch gut ist, wenn man dann die Abstände fallen lassen kann, die Masken runternehmen kann. Man wird sich da intensiv unterhalten beim Essen. Da ist das dann eben erforderlich und so könnte man das dann auch mit anderen Veranstaltungen auf dem Campus machen, Campus-Kino oder ähnliche Dinge. Wunderbar, dann habe ich noch eine Frage an dich, Luca. Gibt es die Möglichkeit für das Semesterticket, die Fahrradmitnahme für Bus und Bahn dazu zu buchen? Zusätzlich kann man sich das mit dem Fahrradticket dazu buchen, ja. Wir selbst haben es aktuell in unserem Ticket noch nicht drin. Wunderbar, danke. Hier eine Frage an alle, also da kann sich jeder antworten, der gern möchte. Wie funktioniert das mit den Tutoren? Wie können wir sie bekommen und wann sollten wir uns darum kümmern? Also ich würde mal vermuten, dass damit die, also ich weiß nicht, ob damit Mentoren gemeint sind, weil das wären die Professoren, die müsste ihr in eurem Studiengang zugewiesen bekommen, hoffentlich in der O-Woche, beziehungsweise spätestens jetzt irgendwann. Und ansonsten Tutoren bei Hiwis, also bei ganzen Veranstaltungen, da muss man sich einfach nur eine Gruppe suchen. Und also wenn ihr eine Veranstaltung habt bei Studipi, könnt ihr euch irgendwann in eine Gruppe eintragen und dann könnt ihr da quasi, dann habt ihr da einen Tutoren. Aber der ist dann nur für die Veranstaltung zuständig, nicht für alle sämtliche Fragen eures Studiums. Und ansonsten immer die Fachgruppe fragen, die weiß uns auch sehr viel. Ja, dann würde ich gleich fortsetzen, auch wieder an Sie, Herr Baumann, ich glaube, es kommen mehrere Fragen an Sie. Wieso haben wir keinen Lehrbetrieb wie die Leibniz-Universität Hannover? Das bedeutet, alles in Präsenz mit einem Armband, welches für genesen geimpft gilt und die restlichen Studentinnen müssen einen Test machen. Naja, wir haben diesen Lehrbetrieb ja eben auf dieselbe Art und Weise, nur dass wir eben nicht mit öffentlich sichtbaren Armbändern, sondern eben mit privaten, auf dem Handy oder auf dem Papier zutragenden QR-Codes eben die Einlassregeln hier entsprechend gestalten. Das ist also mal der eine Unterschied. Aber ansonsten ist es vielleicht auch nochmal wichtig, an dieser Stelle festzustellen, alle 20 Hochschulen in Niedersachsen sind mit der 3G-Regel ins Semester gestartet. Also das ist jetzt keine Besonderheit der LUH oder eine Besonderheit eben halt der TU Braunschweig, sondern alle 20 niedersächsischen Hochschulen haben das auf die Art und Weise gemacht. Das, was die Hannoveraner anders machen, ist, dass sie größere Veranstaltungen zulassen, als wir das eben halt hier tun. Das stimmt. Wir sind hier mit relativ vorsichtigen Schritten erstmal wieder zurückgegangen in die Präsenz. Und ich denke, das hat eine gute Berechtigung. Die Situation über den Winter wird wahrscheinlich nicht ganz einfach werden. Wir haben das ja gerade schon gehört. Und deswegen sind wir hier eben jetzt erstmal ein bisschen vorsichtiger, als das jetzt andere Universitäten sind. Und wir haben es ja auch schon gehört, die einzelnen Universitäten haben lokal eben die Möglichkeiten gehabt, das sich selbst zu überlegen und auszuhandeln mit ihren Statusgruppen. Und wir waren die ganze Zeit hier an der TU Braunschweig relativ vorsichtig und wir bleiben bei diesem Kurs. Ja, als AStA begrüßen wir das auch sehr, dass diese Bändchenregel von Hannover es nicht an unsere Uni geschafft haben. Danke. Dann haben wir hier eine Frage an Frau Brinkmann und an Frau Ittel. Wie sind Sie als Studierende im Ausland mit der Fachsprache klargekommen? Das ist eine ganz, ganz tolle Frage, weil wir hier natürlich auch an der TU Braunschweig viele Angebote haben für Studierende, die Fachsprache, also hauptsächlich auf Englisch, zu erlernen. Und das ist natürlich ganz wichtig. Ich bin da ins kalte Wasser gesprungen und dann fängt man an zu paddeln irgendwann.
Also, und deshalb ist das eben auch so wichtig, eben, auch wenn dann vielleicht mal ein Text schwierig war. Ich meine, das war, ich habe wahnsinnig gerne in der Bibliothek gesessen und stundenlang dann geschaut oder versucht, diese Texte zu verstehen. Und so muss man es im Prinzip machen. Deshalb ist mir eben auch so wichtig, dass auch Studierende, die nicht ins Ausland gehen können und quasi das nicht so ins kalte Wasser springen können, wie ich das damals machen musste, auch diese Möglichkeiten haben. Also erstmal die Angebote des Sprachenzentrums wahrnehmen, wo es auch Fachsprachenunterricht gibt auf Englisch. Und ansonsten auch, ne, wenn es englische Texte zu lesen gibt im Seminar oder in der Vorlesung, das dauert ein bisschen länger, aber nur so kann man es üben. Oder wenn dann die Möglichkeit auch ist, englischsprachige Referate zu halten oder Präsentationen, es lacht keiner. Ja. Es ist also, vielleicht lachen nur ein paar Leute, aber das sollte wirklich im Hand der Dozierenden auch liegen, dass sie da auch unterstützen, uns da die Möglichkeiten, ihnen da die Möglichkeiten zu geben, diese Erfahrungen zu machen. Ja, ganz ähnlich. Also in London bin ich als Studentin ja auch ins kalte Wasser geworfen worden und musste auf Englisch mein erstes Referat halten. Und ich habe mir total in die Hose gemacht. Also es war wirklich total anstrengend und furchtbar. Aber im Nachhinein hat mir das natürlich total geholfen. Und es hat auch in England, ne, in Muttersprache, für die hat niemand gelacht, dass die deutsche Studentin da was über Neurologie auf Englisch versucht zu erzählen. Und es hat viel Kraft gekostet, aber jetzt ist es natürlich sehr viel leichter für mich. Und wer bei mir im Masterstudium in die Vorlesung kommt, die ist zwar auf Deutsch, aber ich animiere dann auch, kurze Texte zu schreiben, sage dann, hier ist die Literatur, fasst mir das bitte auf Englisch zusammen. Und das kommt total, also das ist erstmal so ein, echt. Aber dann sind die Studierenden auch total stolz, wenn sie es dann geschafft haben. Und ich bin total beeindruckt von den Ergebnissen. Also das ist bei mir so. Und ich hoffe, wir werden das auch noch, das ist ja wirklich eine zusätzliche Lehre, ein zusätzliches Lehrangebot, was man wirklich annehmen sollte. Ja, und was auch hilft, ist, wenn man Serien, ne? Ja. Grey's Anatomy oder weiß der Geier was, wenn man sich die auf Englisch anguckt. Ja, das stimmt. Das hilft auch total. Ja, was ich nochmal zu dem Sprachangebot sagen wollte. Ich habe auch, als ich damals mit dem Master angefangen habe, hier auch direkt Sprachkurse gemacht. Also da gibt es wirklich eine Vielfalt an Auswahl, wirklich auch technisches Englisch oder für akademische Texte schreiben. Mhm. Und macht das ruhig. Also das kann euch nur weiterbringen. Ja. Dann habe ich doch eine Frage an Sie, Frau Oettel. Wie geht die Uni mit Transgender-Personen um? Ja, Diversität hatte ich kurz angesprochen und wir haben ja jetzt auch seit vor kurzem die Flagge für immer auch gehisst, was mich sehr freut, die einfach symbolisiert, dass wir hier offen sind und das gilt für alle Gruppen und genauso wie für Transgender-Gruppen. Da machen wir gar keinen Unterschied. Das ist das Wichtigste. Frau Oettel, ist es geplant, dass auch bei kommenden Präsenzveranstaltungen die Vorlesungen weiterhin aufgezeichnet und online zur Verfügung gestellt werden, jetzt wo einmal die digitale Infrastruktur bereitsteht, wäre das eine tolle Lernergänzung, hat die Person geschrieben. Ja, dem kann ich zustimmen und es geht so ein bisschen in die Richtung der neuen Normalität. Mhm. Die tolle Infrastruktur ist leider nicht so umfassend, dass wir das umfassend bereitstellen können. Da kann mein Kollege Baumann viel mehr zu sagen. Ich würde sagen, wir working on it und wo das möglich ist, ermutigen wir auch unsere Kolleginnen und Kollegen, das so zu machen. Wir können es nur leider noch nicht allumfassend bieten. Das geht noch nicht. Wollen Sie ergänzen, Herr Baumann? Ja. Ich könnte ganz kurz was dazu sagen. Also es gibt relativ einfache Möglichkeiten, wie man sowas umsetzen kann. Ich persönlich habe mir jetzt ein Funkmikrofon gekauft und ich hänge mir dieses Funkmikrofon dann in den Präsenzveranstaltungen um. Lasse gleichzeitig eben halt meinen Bildschirminhalt auf dem Laptop mitlaufen und das bedeutet, dass ich dann hinterher einen Screencast habe, genauso wie ich das eben sonst an meinem Schreibtisch jetzt in den drei Pandemiesemestern eingesprochen habe, habe ich dann einen Screencast am Ende der Präsenzveranstaltung, den ich dann in StudIP wieder hochlade und auf die Art und Weise ist dann immer für beides Sorge getragen und mich würde natürlich an der Stelle dann auch freuen, wenn das möglichst viele Kolleginnen und Kollegen genauso machen.
Wunderbar, dann wollen wir jetzt langsam zum Schluss kommen. Ich danke Ihnen allen, dass Sie gekommen sind, dass Sie sich die Zeit genommen haben, unsere Erstsemester hier zu begrüßen. Danke natürlich auch allen Studierenden, die Fragen gestellt haben oder die überhaupt da waren, und hoffe, dass ihr einen wunderschönen Start in euer erstes Semester habt. Und die Abschlussfrage würde ich dann Frau Ittel überlassen. Was wünschen Sie den Studierenden? Was ich Ihnen wünsche, ist also erstmal herzlich willkommen, und ich freue mich unheimlich, dass Sie da sind. Und ich wünsche Ihnen einfach eine tolle Zeit. Sie haben jetzt ganz viele Tipps bekommen, wie man das Studium auch gestalten kann. Mir wurde immer gesagt, auf Englisch, work hard, play hard, also hart arbeiten, aber auch viel spielen, viel Partys, die man ja nicht wiederholen kann, haben wir schon gelernt. Und das wünsche ich Ihnen auch, ganz, ganz viele Möglichkeiten. Und ich wünsche uns, dass Sie dann, und Ihnen beziehungsweise, dass Sie irgendwann zurückblicken können und auch sagen können, dass das Studium die tollste Zeit Ihres Lebens war. Das wünsche ich Ihnen. Machen Sie das Beste draus.